Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Minecraft Bunker. Das ist jetzt Folge Nummer 5 und ich verspreche euch, das wird die letzte Folge, in der wir hier bauen. In der nächsten Folge gibt es dann Redstone und dann gibt es irgendwann nochmal eine Tour. Aber ja, wir bauen jetzt auf jeden Fall und in der letzten Folge haben wir aufgehört, hier nämlich im Gemeinschaftsraum, im Aufenthaltsraum. Und das hier haben wir gebaut, das ist der Industrieraum, sage ich mal, der Maschinenraum. Und hier haben wir dann schon angefangen und ich habe das Ganze schon mal ein bisschen weiter ausgebaut. Und zeige euch jetzt schon mal, was wir gebaut haben und was wir dann bauen werden. Das hier kennt ihr schon, das hatte ich in der letzten Folge gebaut. Oder zumindest die Umrisse hatte ich gebaut. Hier sollte nämlich diese Rezeption hin. Und die ist jetzt hier auch. Da gegenüber hatten wir dann so diese kleine Kammer, wo ich tatsächlich so einen Aggregator reingestellt habe oder Generator, wie auch immer. Und so ein bisschen Lager. Das hatte ich, glaube ich, auch erwähnt, dass ich das machen möchte. Hier vorne kann man dann nach links gehen. Und hier lang gibt es dann erstmal diese Tür hier. Hier kommt man dann in die Rezeption quasi rein und kann sich hier hinsetzen. Und gleichzeitig haben wir hier hinten dann nochmal so ein bisschen Lagerplatz für Akten und sowas und für Zeug, was man in Kisten tut. Und dann haben wir hier nochmal Schalter, mit denen kann man dann das Portal, was ist das Portal? Nee, das, nicht das Portal, sondern das Pistentor hier vorne steuern. Das geht allerdings auch mit diesem Schalter, das bedeutet, wenn ich den umlege, geht die Tür zu. Und wenn die hier in die andere Richtung geht, der Schalter, dann geht die Tür auf. Das könnte man zur Not aber, wie gesagt, auch mit den Schaltern da drinnen machen. Ansonsten gibt es in diesem Gang eigentlich nicht wirklich was. Außer hier vorne nochmal so eine Pistentür. Und hier haben wir dann das Labor. Das sollte ja nach hier. Und ich habe das jetzt ein bisschen gebaut, weil ich mir selber gar nicht so sicher war, wie ich das bauen soll. Und dann habe ich sehr viel Zeit da rein. Also, ich habe ein 2,5 Stunden-Video, was so eine Best-of-Compilation von einer Sache war, habe ich mir angeschaut nebenbei. Und es war halt einfach am Ende zu Ende, das Video. Also, ich habe das hier gebaut und irgendwie 2,5 Stunden dafür gebraucht. Also, ich hatte verschiedene Ideen und so weiter, aber. Das ist jetzt die finale Form. Wir haben hier rechts jetzt quasi einmal so eine Art Schreibtisch, wo man hier irgendwie so dokumentieren kann und so weiter. Vielleicht hier noch PCs hin oder so irgendwie, wenn ich das hinkriege. Und dann hat man hier so eine Schleuse, wo man halt reingeht. Dann wird man hier geduscht, dann geht man hier durch. Und dann kommt man halt noch hier. Hier ist ein Labor. Hier haben wir so ein paar Fische, mit denen man testen kann oder so. Dann hier irgendwie so Wasser, was irgendwie bearbeitet wird. Wir haben hier einen Tisch. Wir haben hier ein paar Proben von Pflanzen. Wir haben hier irgend so einen grünen Strahl. Dann hier noch eine Pflanze. Wir haben hier ein Waschbecken. Hier so was für Tränke und sowas. Und dann haben wir hier vorne noch so einen kleinen Ofen, den man aufmachen kann. Da kann man die Sachen brennen. Und hier vorne haben wir so einen Kühlraum, falls man irgendwas kühl lagern muss oder so. Dann können wir das auch hier machen. Ich weiß echt nicht, wie ich das anders bauen soll. Das Labor, ich bin eigentlich zufrieden damit. Und auch, was mir wichtig war, war, dass man so ein Glasding hat, wo man dann so reingucken kann, während alle anderen da drin halt so in Schutzanzügen rumlaufen. Sehr cool auf jeden Fall. Dann haben wir außerdem noch diesen Gang noch ein bisschen weitergebaut. Das haben wir auch schon gemacht. Und zwar geht der hier einmal nach links. Hier haben wir so eine Wohneinheit. Und hier vorne auch nochmal. Und hier nach rechts geht es dann Richtung Konferenzraum. Hier haben wir dann so einen großen Tisch. Wir haben hier noch so ein bisschen Deko, die hier hin soll. Und hier vorne weiß ich noch nicht so richtig. Vielleicht Schreibtisch oder sowas könnte man hier hin tun. Und hier geradeaus haben wir dann einen Schaltraum, den wir wahrscheinlich im nächsten Video dann vor allem benutzen werden. Denn hier kommt halt das ganze Redstone-Zeug zusammen. Und da kann man hier halt alle Türen einzeln auf- und zumachen. Und beziehungsweise mit diesen Master-Schaltern kann man halt alles gleichzeitig zumachen oder aufmachen. Und dieser Schalter hier müsste, glaube ich, auch schon funktionieren, genau. Da kann man dann diese Tür hier mit zumachen. Und das, wie gesagt, kommt dann aber vor allem im nächsten Video, wo wir das Ganze dann verkabeln. Und ihr seht schon, das Ganze hier wird ein ganzer Spaß auf jeden Fall. Ich weiß auch noch nicht genau, wie ich das mache, aber irgendwie kriegen wir das schon hin. So, ansonsten, wie gesagt, kommt hier halt so Bürozeug rein, wo man sich bespricht, vielleicht eine Landkarte oder so. Das wäre auch eine coole Idee. Ja, genau, wir machen hier einen Tisch hin, wo eine Landkarte drauf ist. Das finde ich immer toll. Das machen wir hier hin. So, denn hier, wie gesagt, nochmal zwei Wohneinheiten. Um eine kümmern wir uns gleich schon mal, die werden wir hier einrichten. Und ansonsten geht es hier nämlich nochmal geradeaus weiter. Und dann haben wir hier wieder drei Möglichkeiten, wo wir lang gehen können. Einmal nach oben. Hier oben soll halt der Hauptaufenthaltsraum hin mit Küche, mit Speisesaal, mit noch mehr Wohneinheiten, mit einem großen Badezimmer, mit Lager und sowas, mit Speisekammer und sowas. Das soll alles hier hin. Und hier vorne haben wir zum Beispiel schon mal so ein kleines. So eine kleine große Wohnung, eine kleine große Wohnung, ja, ihr wisst Bescheid. Also nochmal eine große Wohneinheit für eine Familie, weil die anderen Wohneinheiten sind relativ klein, da passen vielleicht zwei Leute rein oder sowas. Aber hier passen halt mehr Leute rein. Hier haben wir nämlich einmal zwei Kinderzimmer. So, dann haben wir hier vorne ein eigenes Badezimmer mit allem drum und dran, mit Dusche, mit, ja, mit allem drum und dran im Endeffekt. Übrigens, zu diesem Design hier gibt es auch ein Tutorial auf meinem Kanal, 5x5 Badezimmer. Und hier kommt dann halt das Schlafzimmer von den Eltern hin, irgendwie sowas. Und hier kommt dann halt ein Fernseher hin und Chillzeug und sowas. So. Dann hier, wie gesagt, vielleicht mache ich noch eine oder zwei von diesen Wohneinheiten hier hin. Aber vor allem soll hier halt
einfach so, ne, der Aufenthaltsraum sein, wo man halt die ganze Zeit chillt, halt Bücherei noch und Billard und sowas, man kennt es ja. So, wenn wir hier vorne nach links gehen, kommen wir nach unten mit einer Treppe und da geht's dann Richtung Schule. Hier soll die Schule hin mit Klassenzimmern, mit Werkunterricht, mit Tafel, mit Malen und so weiter. Wird allerdings nicht so groß. Und was allerdings nochmal richtig groß wird, ist dann auf der anderen Seite die Treppe runter. Und hier kommt dann das Gym hin, beziehungsweise Schwimmbad mit Gym, mit Umkleidekabine, mit Toilette und dann noch mit Whirlpool und mit Sauna. Das soll hier alles hin und darum werden wir uns auch kümmern. Aber das erste, was wir machen, ist, wir richten erstmal so ein kleines Zimmerchen ein und dann machen wir hier das hier, dann machen wir das Schule und danach machen wir den Aufenthaltsraum und zum Schluss dann nochmal den Konferenzraum. Aber wie gesagt, wir machen zuerst mal hier eins von diesen Zimmern hier. Das geht nämlich relativ schnell und wir wollen ja ein bisschen vorankommen. Und dafür schnappen wir uns erstmal hier ein bisschen Holz. Weil Holz ist eigentlich ziemlich wohnlich und deswegen würde ich das eigentlich gerne benutzen. Und ansonsten brauchen wir natürlich noch Seelaternen für das Licht. Und wir brauchen noch Teppich am besten. Dann können wir den darüber legen über die Seelaternen. Und dann schnappen wir uns nochmal für das Badezimmer Smooth Quarz und so eine Tür hier. Ja, genau, so eine Tür. Und dann lege ich hier nämlich erstmal drumrum. Ein bisschen Parkett oder Laminat. Ich weiß gar nicht, wo der Unterschied zwischen Parkett und Laminat ist, aber ich glaube, es gibt einen. Also, bestimmt, oder? Sonst würde man ja nicht zwei Ausdrücke dafür haben. So, Tür rein. Und dann machen wir hier halt, ich mach mal hier und dort Licht hin. So, dann können wir da nämlich einen Teppich drauflegen. So, zack, zack, zack. Und hier vorne kommt dann halt das Bett hin. So. Und ich werde die halt alle gleich bauen, die ganzen Wohneinheiten. Also hier vorne zum Beispiel haben wir halt im Endeffekt genau dasselbe nochmal. Und dementsprechend zeige ich euch nur einmal, wie ich das baue und den Rest, den könnt ihr euch dann ja denken wahrscheinlich. So, hier machen wir die Betten hin. Wir nehmen mal zwei verschiedene Betten, das sieht eigentlich immer ganz cool aus. So, zack, und grau nehmen wir nochmal. Und dahinter machen wir dann vielleicht Bücherregale. Das ist eigentlich auch immer ganz gut bei einem Bett. Okay, das Licht behalten wir nochmal. Was könnte man da noch hinstellen? Treppen, vielleicht dunkle Treppen. Die haben wir da. Also dann machen wir nämlich so, die Betten davor, kann ich das hier wegmachen? Ne, kann ich nicht, okay. Dann stelle ich da drauf die Bücher und mache die hier vielleicht noch einen weiter nach vorne, so. Dann machen wir so, das hier hin, sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Und dann machen wir hier oben nochmal Lichter vielleicht hin, davor dann sowas. Und dann machen wir die Lichter vielleicht auch noch einen höher und schnappen uns dann nochmal das dunkle oder das cyane Glas. Das sieht eigentlich ziemlich gut aus. Und dann machen wir hier vorne noch irgendwie so eine Couch hin, so in die Richtung. Und dann hier vielleicht einen kleinen Fernseher könnte man da hinstellen. Dafür nehmen wir Black Concrete. Zack. Und dann stellt man hier vielleicht sowas hin. Wobei man das sogar noch einen weitermachen könnte. Dann brauchen wir aber noch eine Boombox vielleicht. Hier, damit wir ein bisschen Sound haben. Und dann da oben drauf vielleicht noch so, ist das zu groß? Ist das zu groß, wenn man hier reinkommt und man hat hier so ein fettes Teil? Ja, ich glaube schon, oder? Dann stellen wir da sonst einen Schrank hin. Kann auch nicht schaden. Also ich werde die vielleicht doch ein bisschen unterschiedlich bauen, die ganzen Zimmer. Wir kriegen das schon raus. Für den Schrank benutze ich tatsächlich vielleicht drinnen doch lieber Kisten. Ich nehme das Ganze übrigens am Weihnachten gerade auf. Ich habe sonst nichts zu tun. Ich warte eigentlich nur darauf, dass wir losfahren. Dementsprechend dachte ich, nutze ich die Zeit nochmal. Und baue hier ein bisschen was. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so an Weihnachten macht, falls ihr ja bis hierhin schaut überhaupt. So, ich denke, na, da könnte man eigentlich so... Ich glaube, so sieht das gut aus. Dann machen wir auf diese Seite hier vielleicht nochmal ein Bildchen. Zack, Bildchen. Und vielleicht auch nochmal so ein paar Tische hier hin. Wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht. Vielleicht an diese Wand hier machen wir nochmal einen Tisch. So. Oder ich mache mal ein anderes Holz dafür. Das hier. Und dann stellen wir da nochmal Blumentöpfe rauf. Dip, Blumentopf. Und, wo sind die Blümchen? Nehmen wir mal hier. Nehmen wir mal zwei Tulpen. Sind wir mal so frei. Stellen hier eine Tulpe hin und hier vorne stellen wir auch noch eine hin. So. Und ich würde sagen, das ist ja schon mal relativ heimelig. Für die Decke. Was machen wir an der Decke? An der Decke machen wir da überhaupt was? Also wir machen auf jeden Fall was, aber ich meine, wir da Licht hin machen, das habe ich gerade überlegt. So, könnte man jetzt offen lassen. Ist die Frage, ob wir das tun. Ich mache da oben nochmal so eine Schicht lang. Ich glaube, wir machen, oder ich mache die hier doch ein weiter nach vorne vielleicht. Machen wir hier so und dann so. Hier muss natürlich auch nochmal einer hin. Dann gucken wir mal, können wir hier das wegmachen? Weil jetzt mittlerweile, also das hier zum Beispiel ist jetzt schon die Seite vom
von der automatischen Farm. Also das Ganze wird hier langsam so ein bisschen eng, was den Platz angeht. Deswegen müssen wir immer so ein bisschen gucken, ob wir da auch wirklich was bauen können überhaupt, weil dahinter ja meistens schon irgendwas gebaut ist. So, machen wir die hier an die Decke, damit das immer noch so, also es soll halt so eine Mischung sein aus, man erkennt halt, dass es ein Bunker ist, deswegen hier alles grau, aber halt auch ein bisschen wohnlich hier mit dem Laminat und mit dem Tisch und so weiter, und dahin könnte man eigentlich auch nochmal ein großes Bild dranhauen. Eigentlich ganz cool geworden. Jetzt müssen wir natürlich noch das Badezimmer machen. Und im Badezimmer können wir halt nicht so viel machen, deswegen machen wir hier einfach nur ein Waschbecken hin und eine Toilette, würde ich sagen. Das bedeutet, wir machen hier mal die Toilette hin. So. Dann so und so. Und hier in die Ecke kommt dann das Waschbecken vielleicht. Oder ich mache die mal hier hin so. Dann schnappen wir uns noch Water, eine Eisenfalltür und noch Handtücher auf jeden Fall. Dafür nehme ich Banner. So, dann machen wir nämlich hier Wasser rein. Zack. Machen da eine Trapdoor drauf. Machen dann hier die Handtücher hin. Was man natürlich auch noch machen kann, ist zum einen eine Toilettenbürste oder eine Klobürste. Dann brauchen wir noch einen Wasserhahn und wir brauchen vielleicht noch ein Handtuch auf dem Boden. Oder so einen kleinen Teppich hat man ja auch relativ oft. So, oder das Ding stelle ich mal dahin. Dann hier noch so einen kleinen Griff hin. Und dann machen wir das hier nochmal einen höher. Achso, das Glas haben wir, glaube ich, hier schon benutzt irgendwo. Dann kann ich mir das ja holen. Super. Und dann machen wir hier drumherum nochmal eine kleine Decke aus diesen Halbsteinen. So. Zack, das mache ich nochmal kurz voll mit irgendwelchen Blöcken. Und dann machen wir nämlich hier einfach so eine kleine Decke draus. Und ich denke, das kann man auf jeden Fall als Toilette durchgehen lassen. Man kann halt, man muss halt nicht extra in den Aufenthaltsraum laufen oder sowas, sondern kann halt hier auf Toilette gehen und die Hände waschen. Nur zum Duschen ist das hier halt zu klein einfach, aber ich denke, das geht. So, und in diesem Style werde ich jetzt auf jeden Fall die anderen vier oder die anderen drei Einheiten auch noch machen. Und wenn ich das gemacht habe, dann kümmern wir uns mal um das Gym, würde ich sagen. Also, bis gleich. So, ich habe jetzt die Wohneinheiten soweit alle fertig und jetzt kümmern wir uns mal hier ein bisschen um das Gym. Und ich habe hier schon mal den Pool, das Wasser-Dingsbums hier ausgehoben. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das groß genug ist, weil eigentlich wollte ich jetzt hier noch eine Wand bauen. Es wird dann ziemlich klein, ne? Also, ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich könnte das Ganze natürlich noch weiter nach hier bauen. Aber ich weiß, ich glaube, ich mache das mal bis hier vorne. So, und dann machen wir das nämlich hier auch nochmal zwei weiter. Und ich hoffe, dass das dann reicht. Weil, wie gesagt, das sieht jetzt so klein aus und theoretisch, ich kann euch mal zeigen, wie ich mir das gedacht habe. Quarz, genau. Und hier, dieses hier. Also theoretisch würde ich jetzt nämlich hier nochmal so eine Wand halt hinbauen. Was dann so die Innenwand vom Wasserbecken wird. So. Und wenn ich das halt überall nochmal entlang mache, dann wird das Ganze natürlich nochmal sehr viel kleiner und ich glaube, das ist dann zu klein. Und was man auch noch Cooles machen kann übrigens, sind hier so Schlitze, wo dann halt das Wasser so reinläuft. Das gibt's ja dann auch immer. Aber nicht mit diesen Stufen, fällt mir gerade auf. Das sind nämlich keine Smooth Quartz Stufen, wir wollen ja Smooth Quartz. So, zack, zack. Ja, hoppala. Sieht schon mal ein bisschen besser aus. Ich glaube, ich mache es dann so groß. Dann machen wir nämlich hier die ganzen Fitnessgeräte hin. Hier machen wir so eine kleine Laufstrecke hin. Und ja, dann, wie gesagt, halt in die Türen habe ich ja schon erzählt, was da rein soll. Und dann würde ich sagen, hebe ich das jetzt erstmal alles aus und dann gucken wir mal weiter. So, mit dem Pool bin ich jetzt eigentlich doch zufrieden, was die Größe angeht. Und jetzt müssen wir natürlich unten noch ein bisschen Muster reinbringen. Und ich überlege gerade mal, dass hier sind. Ich teste jetzt einfach mal hier aus, was hier hin. Okay, das Muster funktioniert schon mal nicht gut. Ich könnte dann an die Wand was setzen und dann so machen, genau. Dann haben wir hier so drei Spuren dazwischen. Ich glaube, so mache ich das auch. Und ihr habt oben schon ein bisschen gesehen hier, ich habe schon mal die Umrandung soweit fertig gemacht, damit wir schon mal die ganzen Bereiche so einteilen können. So, also drehe ich den hier auch nochmal. Und das Muster werde ich euch gleich zeigen, wie ich das mache, aber ich werde es nicht die ganze Zeit machen, weil es halt auch wieder super anstrengend ist und lange dauert. Und wir haben ja einiges vor in dieser Folge. Und deswegen, ich schaue mir hier dieses weiße Terrakotta und ich mache es immer so, dass halt die Sonne, also dieses Sonnengelb-Dingsbums, das muss quasi in der Mitte sein. Und dann drehe ich mich hier einmal, dann haben wir nämlich dieses Sonnenmuster hier. Und das mache ich jetzt halt einmal die ganze Fahrt entlang. Wobei man das auch... Ich teste mal was anderes. Und zwar mache ich es diesmal... Nee, nicht so, sondern so. Und dann so. Und dann wieder auseinander. Genau so. Und dann so. So, genau. Also wir machen jetzt hier quasi eine richtige Sonne hin. Dann machen wir hier so zwei halbe Sonne, dass hier eine halbe Sonne ist und hier. Und jetzt kommt wieder halt eine ganze Sonne. So. Dann gucken wir mal, wie weit das halt bis zum Ende geht. Und das werde ich jetzt einmal durchziehen. Vorher zeige ich euch nochmal eine coole Treppenidee.
Und dafür hole ich mir noch mal Glas und ne, die hier glaube ich nicht. Wo tun wir denn mal? Ich würde sagen, wir machen das hier auf diese Seite. Oder vielleicht an den Rand ist das glaube ich besser, oder? Ich gehe nicht so auf den Schwimmbad, ich weiß gar nicht, wo man das hinbaut. So. Na, wobei, mir fällt gerade auf, ich muss das ja mindestens bis hier machen. Wir können es auch so machen, stimmt, das ist auch cool. So. Dann hier wieder nach oben. Dann hier vielleicht doch so rum. Ich glaube, so ist ganz gut. Dann hat man hier so die Stufen drinne quasi. Und hier machen wir dann einfach so ein paar Glasscheiben nach oben, die dann bis hier gehen. Und in Glasscheiben kann man ja neuerdings auch Wasser platzieren. Dementsprechend sollte das passen. Und ich mache jetzt hier das Muster rein. Dann mache ich hier nochmal eine extra Stufe oder eine extra Schicht Blöcke hin. Darauf dann Wasser. Dann mache ich die Blöcke weg. Und dann haben wir hier überall Wasser. Und dann überlegen wir uns nochmal, wie wir hier ein bisschen Beleuchtung vielleicht reinkriegen. So, aber bevor wir das machen, mache ich dann hier schon mal ein bisschen weiter. Und zwar soll hier dieser Laufweg hin. Oh Gott. Aber ich habe so doll gehustet, dass hier die Blätter vom Tisch fallen. Also, oh, voll verschluckt gerade. Das ist mir noch nie passiert. What the fuck? Das glaube ich, weil ich eben Nüsse gegessen habe. Und, ja, weiß nicht. Nüsse. Ich bin immer zu behindert, um Nüsse zu kauen. Deswegen ist immer noch so ein bisschen was danach in meinem Mund. Und irgendwann ist es dann locker und dann schlucke ich es runter und dann, ja, atme ich es aus Versehen ein. Keine Ahnung. So, auf jeden Fall. Hier soll dann so eine kleine Laufstrecke hin, die man ja aus dem Gym kennt. Und die mache ich in grün, weil die, keine Ahnung, meistens auch grün ist im Gym. So, aber vorher mache ich dann hier nämlich die ganzen Blöcke zu Stone Bricks. Und ich überlege gerade, welche Blöcke man dafür gut nehmen könnte. Ich habe nämlich überlegt, Kelp zu nehmen vielleicht, weil man da halt so ein cooles Muster draus machen könnte. Würde ja auch einigermaßen Sinn machen. Oder wir machen dazwischen vielleicht nochmal irgendwas mit grün. Man könnte natürlich auch so grün dazwischen machen. Oder so dunkelgrün, hellgrün, eine Mischung. Oder das halt so streifen. Ich glaube, ich mache das so gestreift. Tatsächlich. Ich glaube, das finde ich ganz cool. So, und das machen wir jetzt halt bis zum Ende hin einmal durch. Und dann hat man hier so quasi diese Strecke, in der man laufen kann oder springen kann. Und dann sieht man halt, wie weit das geht. Und dann mache ich hier. Hier soll nämlich das Gym an sich ja quasi hin. Hier mache ich dann ganz viel von dem entrindeten Birkenholz. Weil ich finde, das ist so das typische Laminat im Gym irgendwie so gefühlt. Und das werde ich jetzt auf jeden Fall machen. Also ich mache den Pool jetzt. Wie gesagt, dann mache ich hier diese Strecke, wie gesagt, und hier den Gym-Bereich so. Und da gehe ich noch einmal drum rum und mache halt hier überall diese Stone Bricks hin. Und da können wir uns nämlich schon mal um die Geräte kümmern zum einen und zum anderen halt auch um die anderen Räume. Und da würde ich sagen, sehen wir uns, wenn ich das gemacht habe, wieder. Juhu. So, ich habe jetzt schon wieder ein bisschen weiter gebaut und das Wasser sieht jetzt so aus im Endeffekt. Ich habe oben jetzt nochmal diese Rinnen reingemacht, wo halt das Wasser reinfließt. Und da fällt mir gerade auf, man könnte die natürlich auch noch voll machen mit Wasser. Das wäre natürlich nochmal cooler. Das müsste ich jetzt einmal drumherum machen, aber das machen wir später. Unten habe ich jetzt nochmal wie heißen die Dinge überhaupt? Blast Furnaces hingepackt. Das sieht so aus, als würde da irgendwie gefiltertes Wasser rauskommen oder sowas. Oder auf der einen Seite raus, auf der anderen rein oder so. Und dann haben wir hier nochmal die Seelaternen, die das Ganze noch so ein bisschen beleuchten. Und da fehlt noch eine. So. Und dann habe ich hier so kleine Sprungbretter oder Startblöcke, glaube ich, heißen die gemacht. Was ist mit meiner Stimme los, Alter? Das ist ja ganz furchtbar. Naja, auf jeden Fall, hier kann man dann reinspringen und dann schwimmen halt. Hier vorne haben wir noch eine Glocke, ziemlich in der Mitte, damit man halt auch mehrere Sachen dafür timen kann. Hier haben wir dann diesen Laufweg oder was auch immer. Und hier soll jetzt das Gym hin. Ich habe hier schon mal an die Decke so einen Boxsack gehangen, in den man dann halt reinboxen kann. Hier haben wir noch ein paar Hanteln, hier haben wir eine Langhantel. Und hier haben wir so eine Kletterwand, an der man hochklettern kann. So, und jetzt überlege ich gerade, was man noch bauen könnte. Auf jeden Fall könnte man noch bauen. Eine Dingsbums. Ne? Eine Dingsbums kann man immer bauen. Nee, ein paar Laufbänder. Die gehen eigentlich auch auf jeden Fall immer. Ich überlege nur gerade, wie ich die mal bauen könnte dieses Mal. Ich teste einfach mal was aus und hoffe, dass es gut aussieht. So. Und zwar jetzt die Frage, wo wir halt die Laufbänder hin tun. Ich würde sagen, wir bauen die einfach mal hier vorne hin. Dann hat man hier so eine gute Übersicht über alles. Sollte, glaube ich, ganz gut sein. So, ich platziere die mal so, denke ich. Dann machen wir daneben nochmal. Ich mache, glaube ich, drei Stück einfach nebeneinander. So. Und dann machen wir davor nochmal hier sowas hier und dann kann man halt laufen. Theoretisch wollte ich jetzt hier nochmal Schilder gegen machen. Aber das geht ja nur auf zwei davon. Also der mittlere müsste dann frei sein. Ich glaube, das ist auch nicht so schlimm. Und dann steht man hier auf jeden Fall und fängt dann an zu laufen. Ich glaube, das ist eigentlich ganz cool. So, hier eine Langhantel, hier haben wir das. Was könnte man noch machen? Also theoretisch müsste man jetzt noch ganz viele Hantelbänke und so bauen, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich die bauen soll, so richtig. Ich hatte die in meinem anderen Bunker gebaut, aber ich
erinnere mich gar nicht mehr so gut dran. Ich glaube, ich schaue das jetzt nochmal schnell nach, wie ich die im anderen Bunker gebaut habe. Und dann, ja, hoffentlich habe ich dann ein paar Ideen, dass ich hier hin machen kann. Also, bis gleich. Also, ich habe nachgeschaut, wie ich das gebaut habe. Und da war ich sogar gar nicht so falsch mit den Anvils. Ist natürlich aber nicht so ein insanes Design gewesen, tatsächlich. Ich nehme mal vielleicht graue Wolle dafür. Ich würde sagen, wir stellen einfach nochmal zwei davon hier hin, irgendwie vielleicht. Also, eine vielleicht hier hin und eine, ja, es wird hier schon ein bisschen eng mit dem Platz, tatsächlich. Und so habe ich es dann so gemacht, einfach. Dann da was draufgelegt, zack. Und schon war die Bank quasi fertig und da kann man jetzt halt sich Hanteln schnappen oder sowas und dann da trainieren. Was ich auch noch gemacht habe, ist tatsächlich vielleicht nochmal so eine Kletterwand nebenbei. Die kann man eigentlich immer mal gut gebrauchen, die sind für alles Mögliche zu nutzen auf jeden Fall. So, hier beim Boxsack braucht man natürlich ein bisschen Platz. Und was man natürlich auch noch machen kann, sind Dummies. Und zwar, wenn ich hier irgendwo genau die hier finde. Und Rüstung, okay, wir haben hier leider keine gefärbte Rüstung, dann müsste ich die nochmal färben. Was für eine Farbe hat denn so ein Dummy? Gelb vielleicht? Ich nehme mal gelb einfach. So. Dann, ach, hier kann ich... Ich habe hier gar kein Crafting-Feld im Chat. Okay. Dann machen wir das so auf die altmodische Art. So. Dann können wir hier nämlich nochmal ein paar Dummies hinstellen, gegen die man halt so boxen kann oder sowas. Und ich würde sagen, die stellen wir dann vielleicht hier so hin. So, zack, zack, zack. Da kann man da also gegenboxen, wenn man das möchte oder sowas. Ihr kennt das, glaube ich, alle. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine mit diesen Dummies hier. Halt diese menschlichen Puppen, wo man einfach gegenhauen kann. Und ansonsten, das Ding ist, man braucht halt relativ viel Platz tatsächlich, wenn man jetzt hier zum Beispiel irgendwas macht oder sowas, deswegen würde ich den Rest sonst freilassen. Ja, ansonsten ist das Gym eigentlich soweit, also mir fällt zumindest nichts ein, was man hier noch hinmachen könnte. Man könnte natürlich hier noch so ein bisschen, das ist eigentlich eine coole Idee für hier hinten. Dafür schnappe ich mir mal hier, zack, und zack. Und hier grün, blau, wir nehmen mal ein paar Farben hier. So. Und zwar machen wir denn hier ein Regal hin, oder Regale, wobei ich die nochmal ein bisschen anders mache, und zwar nochmal mit Halbstein dazwischen. So, sieht nochmal ein bisschen cooler aus. Und da stellen wir jetzt nämlich so ein paar bunte Blöcke drauf, und das könnte dann so eine Art, das könnten halt so Sportbälle sein, mit denen man dann hier irgendwas im Wasser machen kann. Ich bin leider nicht so der Schwimmer, deswegen weiß ich nicht, was man damit so Bällen machen kann. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine damit. Und das ist, glaube ich, eine ganz coole Sache. Und dann kann man natürlich hier auch nochmal ein paar Sitzplätze hinmachen, damit man hier zugucken kann. Falls es hier dann irgendwie so ein dickes Event gibt oder sowas, so ein Wettschwimmen oder so. Und hier mache ich die vielleicht weg. Hier machen wir dann nur einen Stuhl hin, da ist dann irgendwie der Schiri oder sowas. Ich weiß ja nicht, wie das funktioniert beim Schwimmen, ob es dann Schiri gibt oder so. Und ansonsten würde ich sagen, sieht das schon mal ziemlich gut aus. Hier vorne sieht auch eigentlich alles relativ gut aus. Das Ding ist, beim Laufen kann man halt nicht so wirklich irgendwas daneben stellen. Von daher würde ich sagen, reicht das erstmal, und ich finde sowieso, wenn Gyms so voll sind, ist es eh immer nervig. Deswegen lassen wir das jetzt so. Hier bauen wir dann nochmal die Sauna rein, das machen wir gleich. Hier kommt nochmal Whirlpool rein, das machen wir auch gleich. Und hier vorne die Umkleiden, die werden nicht so spannend, aber ich werde die auch bauen. Und ich würde sagen, ich hebe die jetzt erstmal alle aus und dann zeige ich euch, wie ich das gedacht habe. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe jetzt wieder ein bisschen weiter gebaut und ich zeige euch mal, wie ich mir so die Umkleiden vorgestellt habe. Und zwar haben wir hier erstmal die ganzen Türen zumachen, so zack. Wir haben hier dann erstmal natürlich hier wieder Ablüftungsschächte, man kennt ihn ja. Und das hier sind dann so die kleinen Kabinen, wo man sich dann so hinsetzen kann und seine Sachen raufschmeißt. Und hier kann man Sachen anhängen und hier an den Haken auch. Und im Endeffekt sehen so die ganzen drei Kabinen gleich aus. Wenn man dann weitergeht, kommt man hier zu den Duschen. Hier kann man sich dann abduschen, vor dem Schwimmen, nach dem Gym, was auch immer. Und dann hat man hier vorne nochmal Waschbecken, wo man sich waschen kann. Und hier vorne dann nochmal für den Notfall eine Toilette. Und genauso habe ich es halt auch für die Frauen oder Männer gemacht. Also ich habe die jetzt noch nicht bewertet, aber ich würde einfach sagen, Frau hier, Mann hier. Das ist genau dasselbe nochmal. Dann haben wir die Sauna angefangen. Die sieht bis jetzt so aus. Und die werden wir auch gleich zusammen weiterbauen. Und dann hier vorne nochmal den Whirlpool, der soll hier hin. Das machen wir auch gleich, aber wie gesagt, erstmal die Sauna. So, ich benutze dafür dieses ganze entrindete Holz und mache das hier nochmal ein bisschen weiter. Zack, zack, zack. Ganz easy, und das soll hier dann im Endeffekt auch an die Wand. Das bedeutet, wir machen hier die ganzen Blöcke erstmal weg und stellen dann da immer abwechselnd die Blöcke hin. Ich benutze dafür Spruce und Eiche, weil ich finde, die beiden passen relativ gut zusammen. Zumindest wenn sie entrindet sind, ansonsten finde ich die eigentlich nicht so toll zusammen, aber in diesem Fall geht das. Und dann platzieren wir halt drumherum nochmal gleich ein paar Bänke, wo man sich hinsetzen kann und sowas. Und vorne werden dann nochmal so ein paar Regale sein, wo man so, keine Ahnung, Klamotten hinhängt oder sowas. Ich weiß, ich war auch noch nie in der Sauna tatsächlich.
aber auch tatsächlich nicht das Bedürfnis, ich weiß nicht. Falls einer von euch schon mal in der Sauna war, kann gerne raushauen, wie er das findet, aber ich finde es eigentlich nicht so geil, wenn es so warm ist, actually. Deswegen mache ich das lieber nicht. So, aber ne, vielleicht gibt es ja Leute hier in dem Bunker, die das gerne machen und dementsprechend bauen wir das natürlich hier hin. Und es soll ja auch ein Luxusbunker werden, ein moderner Luxusbunker soll das hier ja werden und dementsprechend darf natürlich auch eine Sauna nicht fehlen. So, hier machen wir mal hier weiter, hier weiter, hier weiter. Und die beiden laufen jetzt zusammen, das ist natürlich doof, aber dann ist das halt so. Man könnte theoretisch auch nochmal das Ganze hier ein bisschen unterschiedlich machen. Das bedeutet hier vielleicht nochmal den hier weg, so zack, und dann... Na, ihr wisst schon, dass hier halt nicht alles so gerade ist. Den hier vielleicht weg, dann schnappen wir uns den hier nochmal. So, ich denke, das reicht dann auch schon. Die Decke machen wir als letztes. Erstmal machen wir jetzt hier so ein paar Sitzbänke hin. Und ich habe überlegt, dass wir halt einfach... Na, wir könnten auch dunkles Holz dafür nehmen eigentlich. Sieht, glaube ich, noch ein bisschen nicer aus. Aber ich finde immer, wenn der Boden genau dieselbe Farbe hat wie halt die Möbel, dann ist das immer ein bisschen schwierig. Dementsprechend nehmen wir jetzt mal hier dunkles Holz. Und auf diese Seite hier mache ich jetzt erstmal ganz normale Bänke quasi. So. Und hier in die Ecke machen wir dann die großen Bänke. Mit den großen Flächen, wo man sich dann hinsetzt. So, die dann auch so ein bisschen noch nach vorne gehen. Würde ich sagen. So, ich war, also wie gesagt, ich war noch nie in der Sauna, falls das jetzt voll falsch ist, was ich baue. Gerne in die Kommentare, aber so stelle ich mir das zumindest vor, wie das in der Sauna aussehen könnte. So, dann gibt es ja meistens noch so zweite Etagen. Bauen wir hier auch nochmal hin. Und ich denke, so kann man das schon mal alles erkennen. Hier vorne machen wir dann nochmal irgendwie so eine Art Regal hin vielleicht, wo halt die Sachen dann angehängt werden können. So, machen wir hier auch nochmal hin. Hier lassen wir das mal offen. Und da hänge ich jetzt einfach Klamotten ran oder Tücher oder was auch immer. Und dann machen wir hier schon mal die Decke. Für die Deckenbeleuchtung nehme ich hier tatsächlich mal Laternen, weil Laternen sehen eigentlich bei so rustikalen Sachen immer ein bisschen besser aus. Und das hier ist ja relativ viel aus Holz gebaut, dementsprechend denke ich, Laternen sollten hier passen. So, hängen wir hier eine Laterne hin. Und hier weiß ich tatsächlich nicht, ob ich das vielleicht nicht einfach so dunkel lasse. Weil ich glaube, Saunen sind sowieso nicht so krass ausgeleuchtet. Und von daher müsste das ja eigentlich passen, oder? Aber auch hier wieder, vielleicht irre ich mich total. Dann natürlich gerne in die Kommentare und verbessern. So, was wir hier auch noch machen, sind ein paar Querbalken mit einer anderen Farbe. Und zwar benutzen wir dafür Holz, Halbstein, und zwar diese hier. Damit das Ganze hier einfach noch so ein bisschen abwechslungsreicher aussieht. So. Und dann machen wir hier halt die Balken drüber einfach. Zack, 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 zack. Hier so ein, daneben machen wir so ein. Hier machen wir dann wieder so ein. Und dann so ein. Und dann machen wir hier genau dasselbe nochmal. Dann müsste das eigentlich hoffentlich gut aussehen. Kannst du gleich mal anschauen. Ja, ich denke, das kann man so lassen zumindest erstmal. Vielleicht verbessere ich das nochmal später. Aber erstmal lassen wir es auf jeden Fall so. Wir wollen ja heute fertig werden. Und die Aufnahme geht schon wieder eine Stunde und wir sind immer noch beim Gym und müssen theoretisch noch den ganzen Aufenthaltsraum bauen. Und den ganzen, die ganze Schule. Also wird spannend. Vielleicht mache ich noch ein Part. Aber eigentlich, es dauert so lange. Ich dachte, ich mache drei Parts und dann sind wir fertig. Aber das hat sich ja auf jeden Fall nicht bestätigt, was ich davor hatte. So, für den Swimmingpool nehmen wir hier tatsächlich mal so ein bisschen so ein paar Marineblöcke quasi. Und halt auch ganz normal Quarz, weil ich denke, Quarz wird da am besten zu passen. Und dann suchen wir uns nochmal hier irgendein cooles Muster aus. Na, wobei, ja doch, 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 das machen wir. Wir nehmen so. So, wenn man hier reingeht, gibt es hier dann erstmal Sonne, Sonne, Sonne. Und hier machen wir die Antisonne hin. Also wieder dieses Umgedrehte. Wenn ich das hinkriegen würde. So und so, genau. Dann geht es hier weiter mit so und so. So und so. Und hier machen wir wieder die Sonne hin. So. Das Ganze umranden wir einmal mit, entweder mit diesen Blöcken hier oder mit diesen Blöcken. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich nehme diese hier. So, zack, zack, zack. Und dann geht es nämlich hier vorne gleich schon in den Pool. Und hier kommen dann auch wieder so Sachen hin, wo man halt seine Klamotten und Badetücher hinhängen kann und sowas. So, und hier geht es dann in den Pool hinein. Und der wird dann insgesamt so groß sein, denke ich mal. Das müsste auf jeden Fall für einen Whirlpool reichen eigentlich, oder? Ich war auch noch nie in einem Whirlpool, also in so einem privaten, richtigen Jacuzzi-Dingsbums. Aber auch da wieder, ich hab... Also ich wüsste auch nicht, wieso, also keine Ahnung. Naja, ist auch egal. So, man könnte das Ganze natürlich nochmal ein bisschen besser bauen, und zwar habe ich dafür eine gute Idee. Wir machen das Ganze mit Soul Sand, machen wir das. Da gehen ja die Blasen nach oben.
So, das bedeutet, wir legen hier eine Reihe Soul Center. So. Dann haben wir hier die Treppen, genau. Dann machen wir hier oben nämlich nochmal eine Reihe Halbsteine drauf. So, und wenn wir da jetzt Wasser drauf machen, dann müsste das Ganze halt nach oben sprudeln. Wie es halt bei so einem Whirlpool meistens ganz gut wäre. Da kann man hier halt einfach reingehen und sich dann hier hinschellen und, keine Ahnung, das genießen oder sowas. Was auch immer man im Whirlpool dann damit macht. Wahrscheinlich genießen, sonst würde man es ja nicht tun. So, wieso fehlt denn hier ein Block? Habe ich den eben aus Versehen kaputt gemacht? So. Jetzt müssen wir Seelaternen uns schnappen und das Ganze mal irgendwie ausleuchten. Ich würde sagen, wir machen einfach hier oben eine Reihe mit Lichtern hin, die dann so auf der kompletten Poollänge einmal sind. Und dann brauchen wir natürlich noch das Glas, was wir da vorsetzen, so. Zack, 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 zack. Und das Ganze umranden wir dann einfach mit diesen Blöcken hier mal, weil ich die auch relativ selten benutze. Und ich meine, die sind ja doch relativ passend für so ein Wasserzeug und ein Whirlpool hat ja meistens Wasser, deswegen müsste das eigentlich passen. So. Sieht eigentlich ganz nice aus. Was wir dann hier in den Ecken noch machen können, sind diese hier. Die Säulen. Die machen wir einmal in die Ecke von dem Whirlpool. Hier natürlich auch. So, zack, einmal nach oben. Und hier auch nach oben. Und das Ganze soll hier auch ein bisschen luxuriös aussehen, deswegen werden wir das Ganze jetzt hier nochmal ein bisschen mit Gold verzieren. Also mit allen möglichen gelben Tönen, was wir hier so finden. Nehmen wir alles mit. Und natürlich auch Gold an sich. Da, zack, Gold an sich. Ich nehme, glaube ich, tatsächlich nur diese Blöcke hier, weil die hier am ehesten wie Gold aussehen. So. Ein bisschen Luxus. Kann ja auch mal nicht schaden. So. Da noch was hin. Hier noch was hin. Dann klatschen wir da noch, was auch immer das hier für eine Farbe sein soll, rein. Und ich denke, das sieht ganz cool aus. Das gleiche werden wir hier auch gleich nochmal machen. Und dann schnappen wir uns nochmal eben die Quarzhalbsteine und platzieren die hier einmal entlang. Voilà, hier so einmal entlang. Wobei man dafür tatsächlich auch noch diese Lichter nehmen könnte eigentlich. So, sieht das vielleicht cool aus, wenn man das einmal so rüber macht. Einfach nochmal so als Hintergrundbeleuchtung vielleicht. Ja, das sieht doch richtig cool aus. Dann machen wir da oben einfach gemeißelten Quarzen, so wunderbar. Wundervollbar. Ich kann schon gar nicht mehr reden. Die Aufnahme geht, wie gesagt, auch schon wieder ultra lange. Ich glaube, ich mache halt wirklich noch ein Teil. Also es tut mir echt leid, ne, aber ich will es ja auch gut machen. Das hatte ich, glaube ich, in einem der letzten Videos auch nochmal erwähnt gehabt. Das ist natürlich doof, wenn man halt es sehr gut machen will und dann dementsprechend halt einfach sehr lange braucht. Aber dann habe ich Videos, ne, auch schön. So, das sieht doch mal sehr edel aus. Und ich bin sehr zufrieden damit tatsächlich. So, und dann müssen wir uns halt noch überlegen, was wir hier hin tun. Sagen wir, machen hier nochmal so einen kleinen Bereich, wo man sich umziehen kann vielleicht. Und dann hier so einen Bereich, wo man halt seine Sachen einfach nur hin tut. So, wobei ich hier gar nicht so weit nach hinten gehen kann, weil hier ja schon das Holz ist. Das bedeutet, ich muss da so machen und dann der Symmetrie wegen mache ich das dann hier auch. Und dann können wir hier vielleicht einfach gemeißelten Sandstein hin tun. Und jetzt ist die Frage, machen wir hier auch Gold hin? Wahrscheinlich lieber nicht, sondern ganz normalen Quarz. Placen wir dann mal hier hin. Und in der Mitte machen wir dann irgendwie um Muster nochmal. Das machen wir hier, das da einfach rein. Und dann da oben wieder sowas. Das können wir dann hier auch nochmal lang machen und hier auch. Und hier machen wir dann nochmal so einen Umziehbereich, wie gesagt. Da mache ich dann mal hier so ein bisschen mehr vielleicht. Ich mache mal hier drei Blöcke insgesamt nochmal. Umziehbereich. Und hier kommt dann einfach Quarz hin. Wobei halt in der Mitte natürlich wieder das andere Zeug. Man könnte auch mal diese anderen Blöcke benutzen. Ich glaube, die heißen Prismarien. Ja, die hier. Ne, diese hier. Die haben wir nämlich noch gar nicht benutzt. Hier zumindest. Und deswegen stelle ich die jetzt auch mal hier hin. Sieht eigentlich sogar ganz gut aus. Kann man machen. So, und dann hier vielleicht in der Ecke auch nochmal. Oder man könnte auch das hier so einmal lang machen. Ich glaube, es sieht auch ganz gut aus. Dann machen wir hier da oben nochmal Seelaternen hin. Sea Lanterns und Glas. Zack. Machen wir dann hier oben hin. Wobei, ich könnte es noch einen höher machen. Dann hier Gold drumrum. Denn das hier. Und dann machen wir hier nochmal das so entlang. Ich glaube, das sieht richtig gut aus gerade. Ich bin sehr zufrieden übrigens. Oh Gott. Entschuldigung. Ich bin sehr zufrieden tatsächlich wieder mit dem Bunker. Und das ist, glaube ich, auch der beste Bunker, den ich bis jetzt jemals gebaut habe. Aber ist ja auch klar, wir stecken ja hier ultra viel Zeit rein. So. Und ich würde sagen, das sieht schon mal gut aus, dann kann man sich dahinter stellen und
sich hier umziehen, aber ich mache das nochmal weiter vielleicht. So. Und dann hier so kann man sich da so hinter chillen und sich umziehen und so weiter, alles gut. Dann machen wir hier nochmal die Decke vielleicht so ein bisschen golden vielleicht, oder ich glaube, ich mache hier einfach ganz viele Prismarinen Wasserkombinationsblöcke hin. So, müssen wir die nur einmal hier, den hier und den hier und vielleicht auch Seelaternen dazwischen nochmal. Machen wir hier eine Seelaterne hin, hier und hier. Den Rest platzieren wir jetzt hier einfach voll mit diesen Blöcken. So ein bisschen wirre. Und die hier benutzen wir als Lückenfüller. Und ich würde sagen, das sieht doch schon mal richtig lecker aus. So, hier müssen wir jetzt mal gucken. Die hier können wir austauschen. Diese hier aber nicht. Das bedeutet, der hier muss auch so bleiben. Und dann ist die Frage, was stellen wir da rein? Einfach sowas hier. Ja, oder? Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ich denke, so kann man das lassen. So, hier vorne machen wir dann nochmal ein paar Bänke hin. Mit am besten Birkenholz, weil Birkenholz halt Fell ist und das passt halt relativ zum Farbschema hier ganz gut. Das sind die Halbsteine. Und dann schnappen wir uns nochmal ein paar verschiedene Farben. So. Das machen wir dann hier einmal rüber, wie gesagt. Dann können wir das hier oben nochmal machen. Da hängen wir jetzt halt unsere Klamotten ran oder was auch immer wir halt haben. So, da mache ich auch nochmal was gegen. Zack. Achso, okay, das hält da gar nicht dran. Okay, dann lassen wir es so. Hier vorne könnte man sonst vielleicht auch nochmal Haken hin tun, wo man nochmal seine Sachen anhängen kann. Oder vielleicht mache ich die nochmal da oben hin vielleicht. Ist, glaube ich, cool. Und jetzt, also ich würde sagen, das sieht auf jeden Fall auch gut aus. Man kommt hier rein, hat hier direkt Whirlpool, alles drum und dran. Wobei, hier fehlt tatsächlich noch was, und zwar ein Wasserhahn. Das haben wir ja einfach direkt mal vergessen. So, dann mache ich da nämlich so einen hin und hier machen wir auch so einen hin. Dann sieht das nämlich so aus, als könnte das so voll laufen von der Seite mit Wasser. Zack, den umschalten. Den auch umschalten. Und ansonsten fällt mir gerade ein, was wir hier natürlich auch noch brauchen, ist Luft. Diese Luft machen wir hier oben rein. Zack, zack, zack. Und dann können wir hier vielleicht auch nochmal in die eine Ecke so ein kleines Wasserbecken nochmal machen. So, wo man dann natürlich nochmal seine Hände waschen kann oder sowas. Glaube ich auch gar nicht so schlecht. Water stellen wir hier rein. Zack. Und dann hier vielleicht nochmal eine Bank hin zum Sitzen. Also ihr merkt schon, man findet halt während man baut meistens nochmal irgendwelche coolen Sachen, die man dazu stellen kann. Und so ist es halt eigentlich auch besser so. Jetzt haben wir hier einen wundervollen Raum, wo man im Whirlpool chillen kann. Wir haben die Sauna fertig, glaube ich, ne? Ja, die haben wir auch fertig. Und dann haben wir hier unten eigentlich alles soweit fertig. Und dann würde ich sagen, kümmern wir uns jetzt nochmal um die Schule. Und den großen Aufenthaltsraum, den machen wir dann einfach das nächste Mal. Also es tut mir echt leid, das ist so viel, aber ich meine, das hier geht auch schon wieder 1,5 Stunden jetzt. Und wir müssen jetzt aber wirklich nicht mehr viel machen, sondern den Aufenthaltsraum, das schaffen wir wirklich in der nächsten Folge, das verspreche ich euch. Und sonst geht sie halt 3 Stunden. Ist mir dann auch egal. Und dann machen wir nochmal Redstone und dann, ja, aber jetzt erstmal die Schule. Ich habe jetzt schon mal ein bisschen was vorbereitet hier, allerdings noch gar nichts eingerichtet. Also die Idee ist jetzt, dass man hier quasi reinkommt und hier geradeaus soll das Klassenzimmer hin. Das bedeutet, hier kommt die Tafel hin, hier sitzt der Lehrer und hier sitzen dann die ganzen Schüler. Und hier vorne haben wir dann nochmal zwei Workstations quasi, wo man hier werken kann. Und auf der anderen Seite kann man irgendwie malen oder Sachen anbauen oder sowas. Und das ist halt so die Idee, was hier hin soll. Dann würde ich sagen, fangen wir zuerst mal mit der Tafel an. Dafür nehmen wir auch wieder Black Concrete. Und ich möchte das Ganze hier wieder natürlich in so Holztönen machen. Deswegen schauen wir uns nochmal alles mögliche hier an hellem und dunklen Holz. Oder an Spruce und an Dark Oak Wood. Und Bücherregale wären vielleicht auch nicht schlecht. Und die waren hier, glaube ich, oder? Ja, zack. So, und zwar die Tafel soll natürlich in die Mitte, das bedeutet hierhin, wobei man die auch vielleicht in die Wand direkt einlassen könnte. Ich würde sagen, ich mache die nochmal größer. Ich würde, entweder machen wir sie so groß oder tatsächlich noch einen größer. Ich glaube, ich lasse sie so, so ist, glaube ich, gut. Dann platziere ich da drumherum nochmal Holz. Zack. Wobei wir da unter vielleicht auch tatsächlich Bücher platzieren könnten. Dann hat man nämlich immer, na, wobei das ist, glaube ich, unpraktisch, wenn man Bücher unter der Tafel hat. Das hatten wir auch nie, deswegen lasse ich das mal lieber weg. Und hier vorne machen wir dann den Lehrer hin, das Lehrerpult, das soll dann hier so irgendwie hin. Und ich würde sagen, das geht dann so und dann machen wir den hier nachher noch ein bisschen hübscher. Das sollte passen. Und dann machen wir natürlich hier ein paar Schülersitze. Da kommen natürlich die Streber dann ganz nach vorne. So, ich habe übrigens auch also oft vorne gesessen, vor allem in der Oberstufe. Aber, ja, genau, wollte ich nur mal erwähnen. Früher war ich immer letzte Reihe Spitzenklasse, aber wir dürfen uns gar nicht immer aussuchen, wo wir sitzen.
Ist auch ein bisschen blöd, aber was will man denn machen, ne? Wir wurden auch immer zugelost und so ein Bullshit, das war immer richtig ätzend. Statt dass wir einfach neben unseren Freunden sitzen können, so. Ich meine, die meisten haben halt nicht mal irgendwie gequatscht oder gelabert oder sowas, sondern, ja, keine Ahnung. Ich glaube, die Lehrer wollten uns einfach nur ärgern damit. Glaube ich wirklich. Das Ganze muss jetzt alles nochmal ein weiter nach hinten, weil jeder Sitzplatz bekommt ja auch noch einen Stuhl. Jeder bekommt ja auch noch einen Tisch. Das hätte sonst hier nicht mehr hingepasst. So, dann schnappen wir uns nämlich, zack, 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 hier einmal die beiden verschiedenen Farben von Druckplatten und von Zäunen. Dann platzieren dann hier für jeden dunklen nochmal einen dunklen Holzzaun. Und für jeden hellen nochmal einen hellen, oder helleren zumindest. So, zack, zack, zack. Und dann platzieren wir da drauf eben nochmal die Druckplatten und dann haben wir hier so eine Art Tisch halt. Das müsste eigentlich ganz gut aussehen und ich meine, so viele Kinder werden hier wahrscheinlich eh nicht sein. Ja, stimmt, so viele Kinder werden hier wahrscheinlich eh nicht sein. Dann mache ich das, glaube ich nochmal anders. Weil, es werden ja echt nicht so viele Kinder hier sein und es ist halt alles so eng. Dann machen wir lieber coolere Tische, und mit mehr Platz und halt für weniger Leute, weil hier sowieso nicht so viele sein werden. Dann würde ich sagen, machen wir, jetzt muss ich nochmal hier, den hier, ich mache alle gleich, glaube ich. So, also hier kommt einer hin, der sitzt dann hier. Und dann würde ich sagen, kommt dahinter noch einer. So. Und das müsste eigentlich schon reichen pro Reihe. So, dann hier noch einer, hier noch einer. Hier war da jetzt irgendwas falsch. Der muss hier hin, genau. So. Jetzt haben wir vier. Und dann würde ich sagen, machen wir in die hintere Reihe nochmal zwei jeweils. Zack, 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 zack. Na, wobei, oder mache ich nur einen dahin? Wir können auch, glaube ich, eigentlich nur einen dahin machen. Das muss eigentlich auch reichen. So, der sieht dann vielleicht ein bisschen schlechter, aber das kann man, glaube ich, verkraften. Da haben wir hier auf jeden Fall relativ viel Platz. Das müsste eigentlich passen. Und dann schnappen wir uns nochmal hier, zack, 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 dieses Zeug. Und stellen hier nochmal ein Skelett hin. Das finde ich auch immer cool, wenn vorne so ein Skelett steht, das man sich angucken kann. Wobei wir da vielleicht eine Seelaterne unten hinstellen, damit sie noch ein bisschen heller wird. So, kommt hier das Skelett drauf. Dem geben wir nachher noch eine weiße Rüstung, dann sieht das Ganze auch nochmal ein bisschen besser aus. Für den Moment reicht das erstmal. So, Lehrerpult machen wir natürlich auch nochmal ein bisschen anders hier. Zack, und der kriegt dann hier auch noch Lehnen. Und der kriegt auch eine Glocke dahin, damit er läuten kann, wenn die Stunde zu Ende ist oder sowas. Ich glaube, ich kann nicht so schlecht. Was wir noch machen können, sind Bilder an die Wand zu hängen, die vielleicht von den Schülern selber gemalt wurden oder sowas. Das wäre natürlich auch eine lustige Idee. Und dann schnappen wir uns nochmal hier irgendeinen Block, zack. Und dann platzieren wir hier nämlich immer Zweierbilder hin. Das bedeutet, wir müssen diesen Block hier immer abdecken. So, weil dann können wir nämlich hier Zweierbilder hinmachen. Würden wir das nicht machen, dann würden hier immer große Bilder kommen, aber wir wollen ja kleine Bilder. Dementsprechend sollte das so gemacht werden. So, und wir haben jetzt die ganze Zeit verschiedene Bilder bekommen, das ist schon krass. So, und wir haben jetzt, glaube ich, auch jedes 2x2 große Bild. Und das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Da kann man, denke ich, mal so lassen. So, dann kümmern wir uns hier vorne nochmal drum. Ich würde sagen, hier machen wir nochmal so ein bisschen Bücherregalmäßig was. So, zack, zack, zack. Dann machen wir noch Lumenblöcke. So, weil die immer so aussehen, als wären das so leere Bücherregale. Ist eigentlich auch immer cool. Ich platziere die hier erstmal überall hin und dann tauschen wir das gleich aus. Jetzt wären natürlich das hier gut und Halbsteine. Ich habe hier keine Halbsteine von der Sorte. Dann machen wir das so. So machen wir unten so und oben so. Dann oben eine Reihe drüber. Sieht eigentlich schon mal ziemlich gut aus. Aber es gibt ja hier Bücher. Keine Sorge für die Leseratten unter euch. Ihr werdet hier immer was zu lesen haben. So, nur ein paar leere. Das müsste eigentlich aber klappen soweit. Was wir denn hier machen, sind Malstände, also wo man malen kann. So, und entweder machen wir die auf diese Seite oder auf diese Seite. Ich mache sie einfach mal auf diese hier hin. Hat jetzt keinen Grund, aber irgendwo müssen sie halt hin, ne? Das ist der Grund, irgendwo müssen sie hin. So, und dann gucken wir mal, wo sind denn die Zäune? Bin ich schon wieder vorbei? Ich werde hier schon ganz ballerballer, also es ist hart, so lange aufzunehmen tatsächlich. Hätte ich nicht gedacht. So, wir wollen das aber in die andere Richtung aufmachen, wenn das irgendwie geht. So, zack, in die Richtung, genau. Dann machen wir davon 1, 2, 3, 4 nebeneinander. Mache ich das hier nochmal alles kurz weg, damit wir halt auch die Sachen darauf stellen können. Zack, zack, zack. Alle öffnen. Dann können wir das Ganze hier auch wieder zubauen.
So, diese ganzen Hohlräume sind auch ein bisschen nervig. Normalerweise würde ich die wahrscheinlich alle ausbauen, aber die Zeit haben wir nicht. So, denn dahinter irgendwie muss ich kommen. Zack. Dann hier auch nochmal. Oh, das ist das Falsche. Das wollen wir. Dagegen können wir jetzt nämlich einfach diese Dinger hier hängen. Dann sieht das so aus, als würde man da irgendwie dran malen können. Und ein paar Leute sitzen vielleicht lieber beim Malen. Vielleicht auch ganz dicht nebendran. Mach ich, glaube ich, mal hier so einen dicht und dann so. Und manche stehen vielleicht lieber und drücken ihren Stuhl dann zur Seite. Ich denke, das ist ganz cool. Man könnte natürlich auch schon Muster drauf machen, dann sieht das wirklich so aus, als würde da schon gemalt worden sein. Aber das lasse ich jetzt in diesem Fall auch nochmal weg. Und auf der anderen Seite machen wir so ein bisschen Werkunterricht. Ist, glaube ich, auch immer ganz entspannt. Wir hatten tatsächlich sogar in der Grundschule noch Werken. Ich weiß gar nicht, ob man das immer noch macht. Aber bestimmt, oder? Also ich wüsste nicht, warum man das nicht mehr machen sollte. Also falls jemand von euch in der Grundschule ist, haut mal raus, ob ihr noch werken müsst, dürft. Ich fand's eigentlich ganz cool. Wir haben so Autos gemacht und so Tigerenten und sowas, die man ziehen konnte. Das war insane. So, hier machen wir dann so einen hin. Dann hier Klappen hoch. Dann haben wir hier schon mal so eine Werkbankstation. Hier vorne wird es ein bisschen gefährlicher. Hier darf man dann auch nicht alleine hin. So, da wird dann hier gesägt. Da stelle ich dann vielleicht lieber Schilder gegen. So, von allen Seiten. So, manche Leute müssen dann vielleicht nochmal ihre Sachen schärfen. Das kann man dann hier vorne machen. Ja, so rum. Ja, perfekt. Was haben wir noch? Wir haben noch Anvils. Die machen wir nochmal dahin. Und dann machen wir hier nochmal so eine kleine Insel hin, wo man nochmal weiterarbeiten kann, wenn man möchte. Und umranden das Ganze nochmal hier mit sowas. Zack, zack, zack. So. Sieht schon mal soweit ganz gut aus. In der Mitte noch ein bisschen leer. Ist jetzt die Frage, was wir hier hinstellen. Man könnte da natürlich so ein bisschen was so botanikmäßig machen, dass man da irgendwelche Sachen anbaut. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Stellen wir so mal einen Cauldron und Water. Und dann hier nochmal so ein paar kleine Pflanzen halt, dass man da so anbauen kann halt. So, das könnte man dann vielleicht hier so hin machen. Machen wir mal hier so ein größeres Ding vielleicht hin. Und umranden das Ganze nicht mit Schildern vielleicht, sondern so. Zack, 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 einmal drumherum. Dann machen wir hier vielleicht in die Mitte nochmal so einen kleinen See, den man da vielleicht reingestellt hat. Und an sich könnte man hier vielleicht auch nochmal ein paar Mülleimer hinstellen quasi. Hier fehlt auch noch einer so. Dann stellen wir hier nochmal klar. Ich kann echt nicht mehr reden, das ist krass. So. Noch so ein paar Sachen hin. Ich glaube, es sieht sogar gar nicht so schlecht aus. Ich bin eigentlich zufrieden damit. Dann hat man hier halt, wie gesagt, so die wichtigsten Sachen, die man so haben könnte. Man könnte hier vielleicht noch was hinstellen. Fällt mir gerade ein. So, vielleicht so ein Stein oder sowas. Und hier nochmal so Platten, auf denen man schreibt. Und dann hier vielleicht auch nochmal ein Stein und da. So. Aber ansonsten müsste das eigentlich auch soweit fertig sein. Das Dach ist natürlich doof, aber das mache ich dann irgendwann anders nochmal. Weil es halt auch wieder langweilig ist und ich mache im Endeffekt eh genau dasselbe Dach, wie ich sonst auch immer mache. Man könnte hier sonst eigentlich mal. Dann zeige ich euch mal, wie man den Teppich legt oder wie ich den Teppich lege. Ihr sucht euch einfach die Farben aus, die ihr benutzen wollt. In diesem Fall benutze ich jetzt einfach mal diese ganzen Farben hier. Und dann überlegt ihr euch, wie ungefähr der Weg sein soll. So, der hier soll jetzt mal in diesem Fall hier so lang gehen und auch noch nach hier gehen. Und von hier vielleicht nach da. So, das macht ihr mit der Hauptfarbe. Dann nehmt ihr eure krassen Kontraste, also zum Beispiel dieses Blau ist ja eine sehr krasse, kräftige Farbe in diesem Fall. Da nehmt ihr dann noch ein paar, die relativ zentral sind. So. Dann habt ihr nochmal eure anderen Farben, mit denen ihr das Ganze nochmal so ein bisschen aufwertet. Das ist in diesem Fall jetzt hellblau, was ja auch noch zu den Farben passt, die wir bis jetzt haben. Und dann umrandet ihr das Ganze einfach nochmal mit Kontrasten. So schwarz und weiß geht eigentlich immer. Also in diesem Fall hier würde ich jetzt zum Beispiel schwarz nehmen und grau, weil die sich auch wieder sehr ähnlich sind. Und gut zusammen synergieren tatsächlich. Finde ich zumindest. Aber zum Beispiel bei grün würde ich vielleicht wieder lieber weiß nehmen. Wobei man, es passt eigentlich immer, also so schwarz und grau passen eigentlich überall zu und auch weiß passt eigentlich auch meistens dazu. Ist jetzt halt die Frage, wie man so selbst eingestellt ist, ob man so dunkle Sachen cooler findet oder halt helle Sachen. So, und da stelle ich nochmal so einen hin. Und dann vielleicht nochmal hellblauen. Na, wobei, ich mache da dunkelblau vielleicht hin. Und dann hat man eigentlich schon so den Teppich fertig. Und ich würde sagen, das sieht doch schon mal richtig gut aus hier. Und dann kann man hier auf jeden Fall eigentlich alles machen, was man so in der Klasse halt macht. Hier alles Mögliche mit Unterricht, relativ praktisch sogar. Also wirklich hier, man kann ja hier anbauen, man kann malen, man kann dies und das machen. Was man halt so möchte.
Ich überlege auch gerade, kann man eigentlich dagegen auch so Bilder stellen? Tatsache. Das ist ja cool. Dann könnte man hier nämlich einfach schon so fertige Bilder vielleicht mal hin und wieder gegenstellen einfach. Also ich tausche den hier vielleicht nochmal so, zack, mit dem hier aus. Und da machen wir dann ja, das hier einfach gegen. So, sieht eigentlich auch ziemlich cool aus. Und was man auch noch machen könnte, ist tatsächlich ein bisschen Musik. Habe ich auch gerade nochmal gesehen, hier im Augenwinkel. Dann vielleicht baue ich so ein Ding hier auch nochmal hin. Du, 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 du. So, dann können wir nämlich hier vielleicht nochmal irgendwo einen Tisch hinbauen. Haben wir hier noch Platz? Ja, hier in die Ecke vielleicht nochmal da den Kaktus hinstellen. Ganz random einfach. Und hier dann nochmal einen Musikplayer. Und dann, ja, ich weiß nicht. Eigentlich könnte man hier auch noch einen Musikraum hinmachen. Und die stelle ich sonst vielleicht einfach hier in die Ecke. Die werden dann halt rausgeholt, wenn man sie benutzt oder sowas. Und ich würde sagen, eigentlich ist es ziemlich gut geworden hier, das Klassenzimmer. Ich bin auch zufrieden damit. Hier kann man auf jeden Fall alles Mögliche lehren, was man so zu lehren hat. Und was man allerdings, oder was ich noch mache, ist, hier nochmal ein paar Lichtblöcke zu verteilen. Weil es hier irgendwie hin und wieder doch nochmal ziemlich sehr dunkel ist. Ziemlich sehr dunkel, ja, ihr wisst Bescheid. So, und das kann man natürlich immer so gut unter Teppich verstecken, das müsst ihr auf jeden Fall benutzen. Also, man sieht es halt null, aber es ist einfach da und es sieht einfach gut aus. So. Und ihr seht schon, wie viel heller das jetzt hier geworden ist. Sehr gut geworden. Und ich würde sagen, wenn ihr ein bisschen geschaut habt, schreibt mal Hashtag Jim in die Kommentare. Das war es jetzt so von dieser Folge und in der nächsten Folge, ich verspreche es euch, werden wir endlich fertig mit dem Bunker und dann die Folge danach gibt es Redstone und danach gibt es nochmal eine richtige Tour. Wobei ihr eigentlich hier schon so viele Folgen geschaut habt wahrscheinlich, dass ihr gar keine Tour mehr braucht. Und ich mache hier nochmal auf die Mülleimer so Klappen drauf. So, ja, das war's vom Video. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.